Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ich bin gerade am Umbauen. Ich will gerade hier die ganzen Maschinen mal in die Wand reinsetzen. Weil das vorgebaut sah irgendwie kacke aus. Aber dafür muss ich dieses Ding endlich mal entfernen. Dafür brauche ich, glaube ich, die Wrench von Meta Overdrive. Und dafür brauche ich Tritanium. Und Tritanium habe ich gar nicht mehr da. Ich habe zwei Resource Hawks für allen möglichen Shit gemacht, aber nicht für Tritanium. Für Dilithium, Silizium. Nee, was habe ich gemacht? Ich habe Dilithium. Du bist. Wie heißt du? Wie heißt ihr? Ja, Lithium. Dilithium. Boron, Stahl. Ach ja, und ich habe sie übrigens auch an System angeschlossen. Also ich habe jetzt hier ganz easy den Blockminer, ne? Macht das Ding ab. In den Hopper, in den Upper. Das pumpt hier rein, in den Packager. Der Packager macht es in 4 Trüffeln, denn ich weiß, dass es halt werden soll. Und hier haben wir einfach einen Importer, der das Ganze dann im Endeffekt Richtung System, also im E-System transportiert. So, hier habe ich noch 2 übrig. Da können wir noch was hin basteln und ja. Erstmal ganz gut. Was habe ich noch gemacht? Genau, wir müssen einmal nochmal den Shuriken neu machen, weil ich nämlich da ein bisschen gefailt habe. Weil das Shuriken natürlich noch sehr viel mehr Potenzial intus hat, als das, was wir gemacht haben. Klar, unbreakable, ja. Aber, so, und zwar, Shuriken bestehend aus Bone, Prismarine, Paper und Manualine. Und jetzt haben wir, hier haben wir, habe ich das irgendwo? Weiß gar nicht. Da, hier. Every point durability lost increases damage. Jacket. Wichtig. Und, Spintring habe ich auch. Cool. Also, das heißt, wir haben jetzt hier ein Shuriken mit einer Ammo von 42. Also Haltbarkeit quasi von 42. Wenn wir diese 42 jetzt aufbrauchen würden, also quasi auf 1 HP runter machen, dann haben wir das volle Potenzial von diesem Ding ausgeschöpft, weil nämlich dann, wenn wir es dann unbreakable machen, bleibt es für immer auf diesem 1 HP, aber kann nicht kaputt gehen. Und hat dementsprechend den Damage-Bonus. Also das heißt, wir machen jetzt hier, ne? Magnet ist an, wunderbar. Gehen wir ein bisschen hier Viecher kloppen, wo jetzt gerade Nacht ist. Und dann kann ich eigentlich trotzdem schießen. Ach, ich muss immer Viecher kloppen, dann ist ja gut. Obwohl, ich kann, wenn ich's, ich kann sie jetzt auch wieder aufheben, ne? Ja, kann ich, okay. Aber, muss ich ja nicht unbedingt machen. Das heißt, ich kann jetzt hier fein mal kurz die Shurikens verschießen. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Und jetzt packen wir den Unbreakable Modifier drauf. Und dann haben wir ein ultimatives Shuriken, also zumindest sehr, also relativ ultimativ, was am meisten Schaden macht, also zumindest mit dem Setup, das es jetzt zur Verfügung hat hier. Sieht man das eigentlich? 5,81 und vorher war es, keine Ahnung wie viel, muss ich mal im Video gucken. Oder ihr könnt es mir auch sagen, wie viel es da gewesen ist. 6,29 zu 5,81 und das ohne Modifier. Du hast schon, hast du Modifier drauf? Nö, hast du nicht. Aber du hast mehr. Dafür habe ich mehr Modifier, also mehr Traits drauf. Also Sprinterin, Fractured und Instigable, Cold-Blooded und so ein Shit. Oh, das habe ich auch. Aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Unbreakable. Läuft. So, das zweite Shuriken packe ich mal. Haben wir ein Item-Frame? Item. Frame. Oh ja. Fancy Item Frame. Dann hängen wir das fancy Ding mal auf. Und zwar hier hin. Und da kommt das Shuriken rein. Aha. Sehr schön. Dann ist es aus dem Weg. So. Okay, ich würde gerne den Digital Miner bauen für die Farming Dimension, beziehungsweise die, ne, Lost Cities Dimension. Ich packe erstmal alles nicht. Ich packe das in eine Kiste, könnte ich. Ach, so, warte, ich packe das kurz hier rein. Das sind Maschinen, die ich hoffentlich gerade nicht brauche. Okay, okay. Also der Digital. Digital Mina. Dafür brauche ich einen Robot.
Machen wir also einen Robot mit einer lustigen Personal Chest. Yep. Robot, 2 Energy Tablets. Robot. Oh, was fehlt? Refined Obsidian Ingot. Osmium mit Osmium. Osmium. Habe ich den überhaupt schon? Mal. Okay. Osmium Compressor, den habe ich glaube ich noch nicht. Das heißt, ich muss den eben kurz mal kraften. Da fehlt. Die fehlen. Bei Advanced. Okay. Energy. Ja. Kurz hier verkabeln. Ganz kurz hier raus. Da habe ich gerade mein GPS-Rad angeschlossen, deswegen muss das Ding kurz da bleiben. Kein Bock, es noch zu ändern. Bei. Aha. So. Ja. Ju, du kommst hier hin. Du kriegst deine Upgrades. So. Mach hinne, meine Güte. Mach schon mal. Noch ein Osmium. Osmium, Osmium. Upp. Sehr schön. So. Dann du. Du, was fehlt? Hä? Hab ich doch gebaut. Robot, der kleine Robot. Zweimal Teleportation Course. 1, 2. Dann noch ein. Hab noch ein Steelcase. Dann fehlen noch 2 Logical Sorter. Pistons. Flüpp, flüpp. Zup, zup, zup. Und unser Digital Mine. Dabit. So. Wir brauchen für dimensionsübergreifenden Strom. Das geht mit den GPSs nicht. Oder ist da eine Dingens bei? Eine Dimensionszahl 0. Also ja. Rein theoretisch schon, nicht wahr? Brauche ich noch einen zweiten Chunkloader. Korrekt. Junk. Weird Gadgets, Junk Dings Bums. Ja. Hup. Dann müsste das gehen, ne? GPS. Rein theopraktisch schon. Du. Ja, du kommst mit, du kommst da dran. Dann brauche ich eine Kiste. Habe ich noch eine große Kiste? Hier rumfliegen. Bei den Fischen habe ich die. Ich hätte noch eine zweite gehabt. Wo habe ich die denn hingetan? Zweite Kiste. Wo ist die zweite große Kiste? Hier ist das Ding noch gleich. Komm. Wo ist die zweite große Kiste hin? Ich habe 2 gehabt, ne? Unbedingt, ja, hatte ich. Wo hab ich die hingetan? Das ist eine gute Frage. Du bist es nicht. Wo habe ich dich versteckt? Also wie gesagt, eine ist hier bei den Fischen. Die andere? Eine zweite gehabt, ne?
ob das Jojo tauscht jetzt mal aus gegen das Ding, weil das Jojo ist zwar nett, aber in der Handhabung, sag ich mal, nicht unbedingt so praktisch. Ich glaube, ich nehme mal Dingens, wie heißen sie? Cabinet. Pack mal. Oh Gott, so viel Zeugs. Kommt aber echt eine Menge raus. Na gut, Yay. Großartig. Das ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Ja, das habe ich mir gedacht. Crates? Ja. Warte mal. Oh, platsch, platsch. Ganz toll. Oh, na gut. So grob ist auch okay. Fies. Angelruten. Jetzt mal austauschen. Bringt's, glaube ich, auch nicht wirklich. Der Jam. Problematisch. Sehr problematisch. Was kann ich da reintun? Da kann ich reintun. Nee, kann ich nicht. Die kann ich da reintun. Die kann ich da reintun. Holy shit. Nicht cool. Warte mal. Das so mache. Ne, das geht auch nicht. Freaking hell. Erstmal kurz den ganzen Mist wegpacken. Das war so nicht zu erwarten. Na, vielleicht doch, aber habe ich alles erstmal? Nein, habe ich nicht. Kiste, die ist wichtig. So, das erstmal weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, weg. Habe ich alles aufgesammelt? Ja. Gut. Ich kann kurz den Mist hier einmal umsortieren. Wie so ein bisschen wieder was reinpasst. Bescheuerten Schuhe. Das komische Zeugs. Das und das. Okay. Okay. Das mitkommen. Das weg, 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 weg. Bleib weg. Glitscht. Keine Ahnung. Ja, nein, vielleicht. Oh Gott, und dann ab in die Dingens. In die. Lass dich sein, Menschen. Das bist du. Und dann stellen wir den mal auf. Schon wieder eine Dingens Old Cake. Na gut. Wo war ich her? Wo kam ich zu? Und wie bin ich was? Ja, stimmt, hier kann ich ja auch noch ordentlich Sachen meinen. Massenweise schönes weißes Glas. Massenweise. Was bist du? Black Concrete? Grey Concrete. Nice. Grey Stained Glas. Und in den Städten. Stimmt, da muss ich auch noch dringend mal Sachen besorgen gehen. Weil es hier so viel schön viel schönen Scheiß gibt. Mining Schacht. So. Wobei brauche ich gar nicht runtergehen. Das können wir auch einfach. Quasi hier, also Mitte wäre schon nicht schlecht, sonst ist es ein bisschen doof. Kurz rauszoomen, zoom, zoom und hier mal die Mitte suchen. Ja, so hier so. Ja, sieht ziemlich mittig aus. Ruhe,
Ich hätte vielleicht eine Ender-Chest nehmen sollen. Das wäre clever gewesen. na gut. Digital Miner. Kaboom. Geht nicht ab. So. Da kommt die Kiste hin. Hier. Oder hier. Kommt Strom. Jetzt habe ich das Ding wieder weggepackt. Das ist okay. Kann die Position trotzdem nehmen. Habe ich. Okay. Dann ohne Strom ist man doof, aber gut. Wir können schon mal das tun, was wir tun sollen. Konfigurieren. Yay. Und zwar. Radius. Nee, was ist der größte Radius, Max? 32, okay. Höhe, Min, 0, Max. 69. Was bist du? Inverse, achso. New Filter. Or Dicts. Das war... Ach Gottchen, welches Zeichen war es? Welches Zeichen? Digital Miner Ordikt. Aha. Oh, jetzt nur nicht umbringen lassen von irgendeinem Baby. Wo bist du denn? Bist du hier unten drunter oder bist du hier oben irgendwo? Schein unten. Oh, hallo. Na du, kleiner du. Okay. Der ist nicht da. So. Tülülü. Befehle, bla bla. Dubididu, dubididä. Da. Okay. Ah, das ist. Und weg. Jofelter. Ordikt? Or. Sternchen. Safe. Alles. Alle Erze, die es als Erz gibt. Scrollt ihr auch hier durch. So. Okay. Und ich hätte das gerne als... Nee, schon gut. Als Silk Touch. Will ich Silk Touch? Nö, ist eigentlich egal. Gut, dann fliegen wir mal ganz kurz zurück. Wegen dem Stromkabel... Wegen dem Stromkabel. Punkt. Und der Ender Chest vielleicht? Ender Chest. Ender Chest. Ach ja. Ender Chest. Ender Chest. Macht was immer eine Ender Chest macht. Ender Chesten. Eins, zwei. So, Farbe nehmen wir Lapis. So, dann muss ich noch gucken, dass ich die irgendwie zur Weiterverarbeitung packe. Oder eventuell sogar noch eine Weiterverarbeitung baue. Hierhin vielleicht erstmal. Gut. Ich komme mit. Ich brauche noch ein Cable. Habe ich die... Hä? Ach, die habe ich da alle hingebaut, ne? Okay, aber ich habe sie zum Craften... Fertig gemacht. Das ist kein Problem. 16. Perfekt. Dann geht's direkt zurück. Nee, nicht direkt. Wir legen uns vorher noch hin. So. Blup. Oh nein. Ich habe ein Holz platziert. Naja. Es wurden die Advanced wieder zurückgesetzt. Das ist natürlich wieder ganz klasse. Wobei nicht alle. Anscheinend. Geben Sie Gummi. So. Mhm. So, du kommst erstmal weg. Kommst du hin? Und du, ich hätte... was? Ah, nee, du bist oben Strom. Oben Strom, ne? Nee, auch nicht. What? Okay, das ist doof, dass du dich nicht connectest. Geht denn das? Ja, du gehst.
Wir haben nur 1000F Limit. Das ist nicht so gut. Das heißt, das nehmen wir. Du. Dann eben so. Und der Chunk Loader. Chunk. Bin ich doof? Hab ich nie getan. Ach Mensch, warum denn? Ach Gottchen. Na gut. Kann ich trotzdem schon mal. Nee, du wirst ja nicht funktionieren ohne Chunk Loader. Okay. Mensch. Wo ist er hin? Haben wir gerade noch gehabt? Das sind sie nicht. Wer ist das Ding? Gadget. Weird. Weird? Nee, doch. Weird. Hä? Ich habe ihn doch gerade gebaut. Wollt ihr mich eigentlich alle rollen? Kann doch nicht sein. Bin ich denn so blind? Habe ich ihn schon hingesetzt? Habe ich auch nicht, oder? Ich baue noch einen. Manchmal. So, GPS lasse ich direkt mal jetzt mal hier. Warte mal, habe ich jetzt hier ganz viel R? R. Du warst R. Okay. Das heißt, du kannst weg. Das heißt dann. Halt, stopp, ich will dann die kurz einmal upgraden. Ach Gott. So. Ja. Und kann ich die direkt nochmal upgraden? Die nächsthöheren sind schon. Wie viel hältst du? 4000, das ist okay. Das ist okay. Dann gehen wir hoch. Und bauen wir das noch um. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, dass ich hier meine Aufnahme nicht zu lang mache. Wie denn, ja. Und ja. Langsam kann ich mal hier durchgehen. Zweilagig? Na, großartig. Sicherheitsglas, doppellagig. Gut isoliert, diese Kuppeln hier. Besser als unsere Fenster. Nein, nicht wirklich. So, du weg. Du hin. Du dahin. Du start. Du kein Strom. Du schlecht. Okay, dann. Warte. Dann ist wohl doch nicht dimensionsübergreifend. Dann, wie viel habe ich noch Prestigepunkte übrig? 0 Prestige. Dann sollte ich als nächstes das anstreben. 4 Punkte für Flux Networks, weil die gehen ja dimensionsübergreifend. Oder Tesseract-artiges Bild. Was haben wir denn an Tesseracten? Haben wir sowas überhaupt? Tesseract oder Mechanism hat das nicht auch so ein Ding? So ein Energy-Teleporter, sag ich mal. Du hast so ein Ding. Ich bin mir da ziemlich sicher. Nur wie heißt du? Frage. Teleporter. Bist du ein. Nee. Glaube ich ein Personenteleporter. Da, Quantum Entangloporter. Das ist er. Das ist er. Absolut. Okay, dann gehen wir mal zurück und bauen das Ding. Ich glaube, das ist es. Der kann, glaube ich, auch Items. Okay. Quantum Entangloporter. Klingt höchst interessant. Zwei davon. Warte mal. M Description. Nee, Links Shift M.
highly advanced block capable of transmitting any particle resource across long distance and dimensions. Nice. Okay, cool. Das ist, ja, genau das, was ich wollte. 8 Obsidian Ingots. Obsidian. Osmium. Es ist ungleich. Lol. Kann denn das sein, ey? Ist ja voll uncool. Hallo. Na gut. Das. Entanglo. Entanglo. Dingsbums. Aber hier Tamek Alloy sollte ich haben. Ultimate Core. Muss ich, glaube ich, noch hochcraften? Kann ich mal eben kurz autocraften? Habe ich davon? Nee, wie heißen die? Circuit. Ich habe nur bis zum Elite-Circuit. Davon brauche ich wie viel? 4. Krafti. Atomic. Ja, und fertig. Entanglo Dingsbums. Nice. So, das Ding werde ich dann direkt mal an die Stromquelle packen, weil das am meisten Sinn macht. So, damit können wir dann rein theoretisch auch Lava schicken. Oh nee. Achso, Site Config. Input. Output. Erstmal alles Input. Kein Strom. Oh oh. Ah. Oh. Fluids, Gases, doch Energy. Hier. Nee. What? Ah, dieses Ding! Warum akzeptieren das die blöden Cyclic-Dinger nicht? Ja, voll ätzend. So, das waren die Reinforced? Nee, die Hardened. Hardened. Blödes Kackding. So, zufrieden. Oh, das zieht Energie. Gewalt hier anscheinend. Und wohin packt es das dann? So. Set, Strom. Mhm. So, rein theoretisch müsste es jetzt hoffentlich einwandfrei funktionieren. Wir gucken mal. Alle ab. Schneller. Zap, 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 hüpp. Gut. Site Config, Energy, alles Output, Eject on. Das ist doch Energy, alles Output. Nee, keine Idee. Hm. Heat sogar. Okay, ich mich dunkel hier. Warum geht denn das nicht? Mann, oh, das kann doch nicht sein, dieses Bild. Warum ist es die Upgrades? Gibt's doch gar nicht. Ich will alles Output. Strom. Jesus. Das ist ziemlich nervig. Achso, muss ich vielleicht erstmal das Set
Nee. Irgendwie auch nicht. Strom. Bist du geladen? Wie funktioniert es überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oh, das nervt. Das ist alles furchtbar nervig. Mechanismus ist teilweise echt irgendwie super. Ich weiß auch nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert dasselbe irgendwie nicht. Dann gibt es auch Bugs, wo man dann denkt, ist jetzt mein Fehler, ist es ein Bug oder nicht? Oder doch? Oder wer weiß das schon? Niemand weiß es so genau. Fürchterlich. Okay. So. Checken. Also hier geht auf jeden Fall irgendwas rein. Speichern tust du aber irgendwie nicht. Side-Config, Energy. Alles in Punkt. Eject on. Weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, und nun? Keine Ahnung. Upgrade? Was ist was für. Ah! Anker-Upgrade, also ein Chunk-Loading-Upgrade. Vielleicht brauche ich das ja. Anker. Upgrade. Crash Diamond. Zwei Stück. Die packe ich mal eben kurz drüben rein, weil ich keinen Bock habe, das Ding jetzt gerade wieder aufzusetzen hier. Rushing, Krusch, Krusch. Rushing, Krusch, Krusch. Gut. So. Wo war ich? Beim Encure. 1, 2, 3. Wir testen weiter. Die halbe Folge damit verbracht, diesem blöden Ding Strom zu geben, ne? Das hatte ich eigentlich so nicht gedacht. Denke, hier ist Machine Chunks, Chunk loaded. Yes, please. Weiß ich auch nicht, woran es liegt. Es ist so weit weg. Habe ich. Ich könnte eigentlich teleporten, oder? Ah, kann ich. Okay. So, du doofes Ding. Funktioniere. Was ist dein Problem? Och Mann, nur warum geht denn das nicht? Ohne Witz. Es ist langsam nervig. Ach Gott. Tja, ich weiß es auch nicht. Transporter. Output. Eigentlich vollkommen egal. Oh, wie nervig. Das kann doch nicht sein. Boah. Habe ich die größte Batterie? Ich glaube schon. Muss ich halt die nehmen, wenn die Scheiße hier nicht funktioniert. Ah, es kann noch nicht sein. Habe ich nie getan. Cube. Basic Ultimate. Wie viel ist da drin? 50 Millionen. Dann testen wir das nochmal. Spaß. Ganz viel Spaß. Auto-Eject. In die Kiste. Yep. Okay. Ich hasse euch beide übrigens. Gibt es hier ein Upgrade für Chunk-Dings? Nein, gut. Aber du bist ja da. Also eigentlich sollte da jetzt, ne? Eigentlich. Holy hell, das war eine schwere Geburt. Eine verdammt schwere Geburt, die die ganze Scheiß-Folge gedauert hat. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass es nämlich funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte, es wäre ein ganz normaler Tesseract, aber anscheinend ja nicht. Nun denn. Gut, jetzt wisst ihr es besser. Macht nicht denselben Fehler wie ich. Und hier kommen noch immer Sachen an. Das ist perfekt. So, ich brauche
Tritium, ne? Tritium. Tritium. Ist das nicht ein... Tritanium. Tritanium. Das war ein Erz, ne? Tritanium-Ohr. Ja. Ja. Daraus muss ich dann den Schweine machen. Und ja, gut, dann war ich auf Tritium und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.